Der Titel meines Vortrags ist eben Gelenkt oder geschenkt zum Verhältnis von Politik und Wissenschaft in Krisenzeiten. Nun, meine Damen und Herren, es ist so, als ich Anfang Februar diese freundliche Einladung eben erhielt, hier den Vortrag zu halten, da war die Welt eine andere als jetzt. Im Konzeptpapier, das Sie mir zugeschickt haben, war die Rede vom gesellschaftlichen Nutzen der Forschung versus einer zweckfreien Erkenntnis. Sie haben das vorhin wiederholt. Das ist eine uralte Diskussion, die sich bis zu Platon und Aristoteles zurückverfolgen lässt. Nämlich hier Platon, für den eine Erkenntnis umso wertvoller ist, je weniger sie mit der schmutzigen Realität kontaminiert ist, deswegen für Platon die Mathematik die höchste aller Erkenntnisse ist. Und auf der anderen Seite Aristoteles, der die Relevanz des Wissens für das menschliche Leben nie aus dem Blick verloren hat. Dazu lässt sich sehr viel sagen und man müsste dabei vielleicht mit dem Gedanken beginnen, dass ein Problem, das mehr als 2000 Jahre lang virulent bleibt, zu denjenigen Problemen gehört, auf die sich keine einfache und keine definitiv gültige, sondern immer nur eine für einen bestimmten Kontext sinnvolle Antwort finden lässt, die nämlich ein Entweder-Oder ausschließt und die immer wieder neu fragt, in welchem Verhältnis eigentlich diese beiden sich zueinander verhalten und verhalten sollen. In der Einladung tauchte dann auch noch das Stichwort Krisenzeiten auf, konkret natürlich die Corona-Pandemie. Das war eben Anfang des Jahres unsere Hauptkrise, während der eben häufig davon die Rede war, dass die Politik zu viel oder zu wenig Einfluss auf die Wissenschaft nimmt, was stimmt. Und nicht nur da, und es wurde auch die umgekehrte Diskussion geführt, nämlich dass die Wissenschaft eben zu viel oder zu wenig Einfluss auf die Politik nimmt. Auch das ist kontrovers diskutiert worden. Das war das Thema des letzten Semesters und ich glaube, das ist genauso wichtig. Beide Seiten sind gleich wichtig. Jetzt nehmen wir noch eine weitere Krise hinzu, die sich mit Corona zugespitzt hat, die aber bereits vorher im Kontext des Klimawandels, des Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten eine gewaltige Herausforderung darzustellen begann, obwohl es sie vorher auch gab, nämlich die sogenannte Krise der Wahrheit, die seitdem unter Stichworten wie Post-Truth, alternative Fakten oder epistemischer Populismus verhandelt werden. Niemand würde natürlich auf die Idee kommen, die Politik müsse mehr Einfluss auf die Wissenschaft nehmen, um diese Krise zu bewältigen, selbst wenn der Wunsch nach Forschungen über die Verbreitung von Fake News politische Kräfte umtreiben dürfte, aber das tut sie natürlich Wissenschaftlerinnen genauso. Vielmehr sind in dieser Situation Wissenschaft und Demokratie in gleicher Weise gefährdet. Und das bedeutet auch natürlich, dass andere Strategien gefragt sind als irgendeine Lenkung der Wissenschaft durch die Politik oder umgekehrt. So, diese wenigen Andeutungen zeigen, je nach Krise gestaltet sich das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik anders. Und es ist wichtig, sich dieser Differenzen bewusst zu sein. Und nun werden all diese Dinge von einem noch wichtigeren Ereignis überlagert. Wie Sie alle wissen, seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in Europa. So brutal, schmutzig und gefährlich, wie wir von der Geschichte verwöhnte Friedenskinder im westlichen Teil Europas. Und ich bitte diejenigen, die zu diesen Glücklichen nicht gehören, die meine ich natürlich auch nicht, aber ich meine zum Beispiel mich selber, wie wir das kaum für möglich gehalten hätten. Und schon zeigt sich das Verhältnis von Wissenschaft und Politik von einer noch einmal anderen existenziell dringlichen Seite. Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Studierende mussten aus der Ukraine flüchten. Die russische Rektorenkonferenz hat sich mit mehr als 700 Unterschriften eindeutig
auf Seiten des verbrecherischen Angriffskrieges positioniert. Die deutsche Forschungsgemeinschaft hat als Konsequenz des Überfalls ihre Unterstützung von Kooperationsprojekten mit russischen Forschern storniert und zugleich ein Ad-hoc-Programm zur Unterstützung geflüchteter ukrainischer Wissenschaftlerinnen aufgelegt. Angesichts dieser Situation, und hier ließen sich weitere Aspekte natürlich hinzufügen, angesichts dieser Situation könnte man der Versuchung erliegen, die Frage der Lenkung der Wissenschaften durch die Politik in friedlichen Krisenzeiten als ein Luxusproblem anzusehen, das sich in ein paar Sätzen abhandeln lässt, die ungefähr so lauten könnten. Natürlich lenkt die Politik auch in einem demokratischen Staat die Wissenschaft in einem hohen Maße, und das tut sie auf allen möglichen Ebenen. Die Existenz der Helmholtz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Expansion der Universitäten seit den 1960er Jahren, die Exzellenzinitiative des Bundes, speziell aufgelegte Förderprogramme für Research und Development, die häufig nichts anderes als über Bande gespielte Wirtschaftsförderung darstellen, die europaweite Bologna-Reform, die inzwischen glücklicherweise wieder abgeschafften Flagship-Programme der EU, die mit 1 Milliarde also unterstützt wurden, die von der Politik verlangte Open Access Policy. Das sind nur einige beliebig zu ergänzende Beispiele einer Lenkung der Wissenschaften durch die Politik, die bis in die alltägliche Arbeit an den Forschungsinstitutionen hinein wirksam ist. Bei all diesen Initiativen spielt der Aspekt der Innovation, also der wirtschaftlichen Produktivität und messbaren Effizienz der Wissenschaften in der einen oder anderen Weise eine Rolle. Und zwar nicht irgendeine Rolle, sondern oft eine zentrale Rolle. Für solche Erwartungshaltungen der Politik an die Wissenschaft gibt es ein Äquivalent auf Seiten der Letzteren, die sich auf der Webseite meiner Universität, der ETH Zürich, folgendermaßen liest. Und jetzt zitiere ich aus dem quasi Selbstdarstellungstext. Die ETH Zürich trägt die Verantwortung, originäres Wissen und neue Forschungsergebnisse der Gesellschaft durch Ausbildung und Transfer wirksam zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist der erfolgreiche Wissens- und Technologietransfer zum Wohle von Wirtschaft und Gesellschaft. Ende des Zitats. Und die strategischen Handlungsfelder sind laut aktuellem Strategie- und Entwicklungsplan, der eben mit den Geldgebern in Bern abgesprochen ist, Daten und Informationen, Gesundheit und Medizin, Materialien und Fertigungstechnologien, Verantwortung und Nachhaltigkeit. Man könnte nun natürlich provokativ fragen, wo ist eigentlich das Problem mit der Lenkung der Wissenschaften, wenn eine Universität sich das Anliegen der Politik so sehr zu eigen macht, dass es ihren eigenen Identitätsausweis bestimmt. Mehr kann die Politik doch eigentlich gar nicht wollen. Zum Verhältnis von Politik und Wissenschaft in Krisenzeichen, so lautet also das Thema. Krisen legen Probleme offen, die bis dahin eher unterschwellig vorhanden waren. Und in dem Zuge schärfen sie die Sinne in der Weise, dass man eben nicht zum Business as usual übergehen kann, nicht eine schnelle pragmatische Lösung sucht, sondern dieser Situation Rechnung trägt, indem man auch, entschuldigen Sie, die Perspektive ein wenig verändert. Und in einer solchen Lage sind wir. Wer also vom Verhältnis von Politik und Wissenschaft in Krisenzeiten redet, kommt nicht umhin, die Bedeutung der wissenschaftlichen Freiheit ins Zentrum zu rücken. Und das werde ich im Folgenden tun und zunächst die Zeitgeschichte verlassen, um eine Stufe tiefer anzusetzen, nämlich in der Theorie. Und das tue ich
indem ich mich auf Immanuel Kant beziehe. Und jetzt mute ich Ihnen ein bisschen Kant zu. Ja? Soweit ich es zu überblicken vermag, hat Kant keine systematischen Überlegungen oder gar eine Theorie zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik vorgelegt. Doch aus seinen verstreuten Äußerungen lässt sich einiges gewinnen. In seiner gerade wieder höchst aktuellen Schrift zum ewigen Frieden schreibt Kant, ich zitiere ihn, dass Könige philosophieren oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz der Gewalt, das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt. Ende des Zitats. Man ersetze Könige und Philosophen durch Politik und Wissenschaften in einer Demokratie und man erhält die folgende Formel. Dass Politik sich in die Wissenschaft oder umgekehrt diese sich in die Politik einmischt, ist nicht zu wünschen, weil die politische Macht mit Interessen, Absichten und Werten einhergeht, die sich mit epistemischen Tugenden wie Objektivität, Beweis, Tatsache oder Wahrheit nicht vertragen. Anders gesagt, die Politik könnte ihre im Rahmen der politischen Sphäre legitimen Werte für Fakten halten und es damit unmöglich machen, diese Werte gegenüber irgendeiner anderen Instanz abzugleichen. Schon aus diesem Grund müssen Politik und Wissenschaft getrennte Sphären bleiben. Diese Trennung schließt es selbstverständlich nicht aus, dass die Politik sich der Fakten bedient. Im Gegenteil, das soll sie tun, muss sie tun. Aber diese Fakten unterstehen den Werten und Interessen und die daraus folgenden Entscheidungen sind in einer Demokratie nie alternativlos. Nie. Genauso wichtig ist es für Kant, dass die Politik sich aus der Wissenschaft heraushält, einfach weil ihr die Autonomie der Urteilskraft fehlt. Die Interessen der Wissenschaft richten sich auf Erkenntnis und wenn diese auch noch dem praktischen Nutzen dient, dann ist dagegen nichts einzuwenden. Aber Kant geht es eigentlich darum, dass der Vorgang einer unabhängigen Erkenntnis selbst für die Zivilisierung der Menschheit und für die Funktion des aufgeklärten Staates von Nutzen ist, weil nämlich dieser Vorgang eine moralische Qualität hat, die darin besteht, dass man von partialen Interessen einfach absieht. Man kann jetzt noch etwas genauer herausarbeiten, was die Bedeutung der freien Wissenschaft für eine aufgeklärte Zivilgesellschaft bedeutet. In dem berühmten Essay Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, räumt Kant am Schluss ein, dass er sich bei der zentralen Frage der Aufklärung, wie der Mensch seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit entkommen könne, vor allem auf Religionsfragen konzentriert habe. Und dann folgt eine interessante Spezifizierung, ich zitiere, weil in Ansehung der Künste und Wissenschaften unsere Beherrscher kein Interesse haben, den Vormund über ihre Untertanen zu spielen. Ende des Zitats. Klar, hier sind die Zeitumstände zu berücksichtigen. Kant schrieb diese Sätze im aufgeklärt absolutistischen Preußen Friedrichs II. Aber warum hat der Staat kein Interesse daran, Wissenschaft und Künste zu bevormunden, abgesehen davon, dass es sich nicht mit dem Prinzip der Mündigkeit jedes Einzelnen in einem Staat verträgt? Zum einen, weil beide für den Staat keine Bedrohung darstellen. Es liegt nicht in der Natur von Wissenschaft und Kunst, sich zu einer, und jetzt eine wunderbare Formulierung von Kant, sich zu einer Rottierung und Klubbenverbindung zusammenzuschließen und dadurch umstürzlerische Aktivitäten zu entfalten. Zum anderen wären unmündige Wissenschaften für den Staat gar nicht nützlich. Kant verliert darüber eigentlich kein Wort. Ein
weil ein direkter Nutzen der Wissenschaft für ihn außerhalb seiner historischen Realität lag. Das fängt ja erst eigentlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Und natürlich war es für einen Kant völlig außerhalb seines Horizonts, dass Wissenschaftler sich in den Dienst des Staates stellen, um etwa ABC-Waffen oder Spionagesoftware zu entwickeln. Vielmehr muss der Staat nach Kant ein Interesse daran haben, an den von ihm ja finanzierten Universitäten mündige Juristen und mündige Ärzte, damals natürlich nur Männer, Gott sei Dank ist das inzwischen anders, auszubilden, die für das Gefüge von Staat und Gesellschaft unverzichtbar sind. Für alle Wissenschaften, also auch für die philosophische Fakultät, in der damals eben Geistes- und Naturwissenschaften und Philosophie alle zusammengepackt waren, für alle Wissenschaften gilt, dass die staatliche Macht es zu ertragen hat, wenn diese Wissenschaften öffentlich ihre Stimme erheben, auch wenn das in kritischer Absicht erfolgt. Das sind also die Interessen der staatlichen Seite. Und dann wendet sich Kant der Seite der Wissenschaften und Künste zu und schreibt wieder einen erstaunlichen Satz, der Weise, ich zitiere ihn, über dem auch jene Unmündigkeit, nämlich der Wissenschaften, so wie die schädlichste, also auch die entehrendste unter allen ist. Ende des Zitats. Schädlich und entehrend im Superlativ. Dieser Satz hat es in sich und er betrifft eigentlich auch unsere Gegenwart. Die Unmündigkeit der Wissenschaften, ich klammer die Künste jetzt mal aus, for the sake of the argument. Die Unmündigkeit der Wissenschaften ist so schädlich, weil unter dieser Bedingung ein zivilisierter, aufgeklärter, demokratischer Staat gar nicht möglich ist. Die Freiheit oder Mündigkeit der Wissenschaft ist nicht der einzige Garant für einen solchen Staat. Gewiss nicht. Keine Expertokratie. Aber ohne diese ist auch alles nichts. Anders formuliert, der Grad der wissenschaftlichen Freiheit in einem Staat ist ein Seismograph für die Bedingungen der Freiheit in diesem Staat. Und daher ist auch nichts entwürdigender für die Wissenschaften, als sich unbesehen und ohne Mündigkeit den Interessen des Staates zur Verfügung zu stellen. Sie verraten damit die Freiheit und tragen wesentlich dazu bei, dass der Staat kein aufgeklärter und demokratischer sein kann. In der kantischen Logik ist dieser Punkt viel wichtiger als beispielsweise Fälschungen oder Plagiate, die für ihn gar keine Rolle gespielt haben. Mit denen wird wohl die Freiheit und das Vertrauen der Wissenschaften verraten, aber es bedeutet noch keinen direkten Angriff auf die staatliche Integrität, sondern es ist nur quasi binnenwissenschaftlich. Und auch das ist nicht ohne. Das füge ich aber jetzt nur in Klammern hinzu, um Ihnen klarzumachen, wie hoch Kant einfach diese Tugend der Wissenschaften ansetzt. Halten wir also fest, dass mit Kant erstens die Wissenschaft in ihrem Erkenntnisstreben, in ihrer Forschung autonom zu agieren hat und dass zweitens die Wissenschaft in der Öffentlichkeit von ihrer Vernunft Gebrauch macht und nicht davor zurückschreckt, dem Staat gegenüber kritisch aufzutreten, wenn es mit begründeten Argumenten erfolgt. Und mit diesen Überlegungen komme ich jetzt zurück in unsere Zeit und greife nun ein bisschen vor auf das, was noch kommt, nämlich Wissenschaft unter illiberalen Bedingungen. Es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass die Central European University, CEU, in Wien eine neue Heimat gefunden hat. Das ist eine gute Nachricht für diese Universität und für Wien, aber es ist eine schlechte Nachricht, es ist eine unglaublich schlechte Nachricht und deswegen gehe ich auch darauf ein, weil nämlich mit dem erzwungenen Wegzug der Universität aus Budapest, aus Ungarn, der schlimmste Einbruch, den die akademische Freiheit nach dem Ende des Kalten Krieges jetzt im Rahmen der Europäischen Union
hingenommen hat, damit besiegelt ist. Ich finde, es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, dass innerhalb der EU eine gesamte Universität ein Land verlassen muss. Sie erinnern sich, die CEU wurde 1991 in Budapest, gerade in Budapest, mit finanziellen Mitteln des aus Ungarn gebürtigen Milliardärs und Philanthropen George Soros gegründet und verfolgte das Ziel, mit ihrem geistes- und sozialwissenschaftlich ausgerichteten Spektrum einen zivilisierten Raum zu schaffen, in dem die offene Gesellschaft sich selbst reflektiert, ihre Probleme erforscht, analysiert und in einer liberalen Atmosphäre zur Debatte stellt. In der Aufbruchstimmung nach 1989 ging es keineswegs um einen Entstehungsort für revolutionäre Umtriebe, sondern eigentlich um die Realisierung eines Modells, das Soros als Student in den 1950er Jahren bei dem liberalen Philosophen Karl Popper an der London School of Economics kennengelernt hatte. Es konnte nicht ausbleiben, dass die lebendige, über die Grenzen Europas hinaus orientierte CEU einen Pfahl im Fleisch des nationalistischen, populistischen Ministerpräsidenten Orban werden würde und das keineswegs nur, weil der von diesem Populisten offen antisemitisch attackierte Soros die Universität weiterhin unterstützte. Ebenso wichtig war der schlichte Umstand, dass die CEU genau das tat, was eine moderne Universität gemäß Theoretikern von Kant bis Jacques Derrida tun soll, nämlich einen Raum für freie Forschung und Lehre bilden, in dem um Wahrheit und Erkenntnis gestritten und jede Form von Dogmatismus, Fundamentalismus und Demagogie bekämpft wird. Und wenn sich auf diesem Wege Persönlichkeiten entwickeln, die die fachliche Kompetenz mit kritischem Denken verbinden, profitieren Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft gleichermaßen. Nun, Kants Prinzipien sind ja nicht folgenlos geblieben. Es ist natürlich mit seiner Position kompatibel und folgt eigentlich aus ihr, dass die Wissenschaften und ihre Einrichtungen, vornehmlich die Universitäten, sich einem Ethos verschrieben haben, das nicht auf politische, ökonomische oder religiöse Partikularinteressen gründet, sondern auf Normen und Werten und Praktiken, die zu belastbaren Erkenntnissen führen und die sowohl die Erkenntnisse als auch die Institutionen zumindest im Prinzip für alle Menschen zugänglich sind. Über dieses Ethos ist in den letzten 100 Jahren sehr viel debattiert worden. Ich meine jetzt vor allen Dingen das 20. Jahrhundert. Doch über die 1942 während des Weltkriegs entwickelten Kriterien des amerikanischen Soziologen Robert Merton lässt sich so viel sagen, dass ihnen zwar nicht alle Wissenschaftlerinnen buchstabengetreu folgen, aber fast alle sich darin einig sind, dass sie im Prinzip beherzigenswert sind. Merton konstruierte das wissenschaftliche Ethos aus vier Elementen und man kann das gar nicht häufig genug wiederholen. Einige von Ihnen werden es sicherlich schon x-mal gehört haben. Das sind nämlich Universalismus, Uneigennützigkeit, Kommunismus und organisierter Skeptizismus. Was bedeutet das? Universalismus heißt, Wahrheitsansprüche und Leistungskriterien unabhängig von Nationalität, Klasse, Religion oder Individualität zu bewerten. Uneigennützigkeit heißt, nicht zum persönlichen Vorteil, sondern aus Erkenntnisinteressen heraus zu forschen, die möglichst dem Wohl der Menschheit dienen. Der missverständliche Begriff Kommunismus besagt einfach nur, sich als Teil einer Scientific Community zu fühlen und sein Wissen allen Mitgliedern dieser Community zur Verfügung zu stellen. So wie man das auch von allen anderen erwarten darf.
Also weniger Konkurrenz als Kooperation. Und der organisierte Skeptizismus zielt auf eine ständige kritische Wachsamkeit gegenüber den möglichen Unvollkommenheiten und Verkürzungen des wissenschaftlichen Wissens. Diese Regeln sollten Freiheit und Integrität der Wissenschaften garantieren, geschrieben vis-à-vis des Nationalsozialismus und des Stalinismus, um eben in einer liberalen, demokratisch verfassten Gesellschaft von größtmöglichem Nutzen zu sein. Es ging Merton natürlich nicht darum, Wissenschaft jetzt tout court als demokratische Veranstaltung zu konzipieren, sondern Bedingungen zu identifizieren, unter denen die Wissenschaft sich selbst vor ideologischer Vereinnahmung schützt. Und das war eben auch zu der Zeit bitter notwendig. Gleichwohl wirken Mertons Indikatoren über ihren historischen Entstehungszusammenhang hinaus wie ein Seismograph, der uns auch heute beharrlich mit der Frage konfrontiert, unter welchen Bedingungen die in demokratischen Gesellschaften selbstverständlich verankerte Freiheit der Wissenschaften ermöglicht wird oder auch unter Druck gerät. Das ist für mich der zentrale Ansatzpunkt, um über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik nachzudenken. Gerade weil wir nicht in einer Welt leben, in der es möglich ist, die Sphären von Erkenntnis und Interessen so fein säuberlich auseinanderzuhalten, wie es Kant getan hat und tun konnte. Daher sollte sich der Blick sowohl auf die äußeren Einflüsse als auch auf die inneren Konstellationen des akademischen Lebens richten. Der Druck ist offensichtlich, wenn politische Zwänge in illiberalen Staaten manifest werden. Ganze Wissenschaftszweige können völkisch umgepolt und ideologisch vereinnahmt, Wissenschaftler aus Universitäten entlassen und ins Exil getrieben werden, wie es sich damals in Deutschland, in der Sowjetunion und inzwischen vielleicht in der Ukraine und sogar in Russland jetzt wieder abzeichnet. Es können auch ganze wissenschaftliche Fachgebiete unterdrückt, Universitäten aus dem Land getrieben werden und mit gezielten Maßnahmen auf Linie gebracht werden, wie es eben in Ungarn geschieht. Und in der Türkei und in China sieht es nicht besser aus. Angesichts dieser beklagenswerten Situation sollte man in den liberaleren Regionen Europas zwei Denkfehler vermeiden, nur weil im Moment gerade bei uns nicht das Feuer unter dem eigenen Dachstuhl brennt. Erstens, es wird auch in diktatorischen, barbarischen Staaten exzellente Wissenschaft betrieben, wenn die finanziellen und infrastrukturellen Voraussetzungen stimmen. Das war in der Sowjetunion und in Nazi-Deutschland so, das ist in China heute auch so. Gerade die Volksrepublik hat in den letzten 30 Jahren Hand in Hand mit dem ökonomischen auch einen bemerkenswerten wissenschaftlichen Aufschwung genommen, dessen globale Sichtbarkeit sich auf die sogenannten STEM-Fächer erst einmal beschränkt. Und unter diesen Voraussetzungen haben chinesische Pharmafirmen eben schneller Impfstoffe entwickelt gegen Corona und auf den Markt gebracht als westliche. Zwei dieser Impfstoffe wurden sogar durch die WHO zugelassen. Und dennoch besteht die weniger gloriose Seite dieser imponierenden Arbeit darin, dass die in China publizierten Studien zur Wirksamkeit der Impfstoffe wenig aussagefähig sind, was nicht an einer mangelhaften Datenlage liegt, sondern an der strengen Zensur durch die Partei. Kein Statement, kein wissenschaftliches Ergebnis zu Corona, das dem Regime Xi Jinpings nicht genehm ist, darf offiziell verlautbart werden. Also unter solchen Bedingungen ist Wissenschaft möglich, aber mit einem höheren Risiko, einer erheblichen moralischen Rücksichtslosigkeit und einem Verzicht auf das aufklärerische Mandat, das Kant den Wissenschaften zugebilligt hat.
Und außerdem ist es noch zu früh, um zu sehen, ob eine zentral regulierte und kontrollierte Wissenschaft auf Dauer kreativ und effizient arbeiten kann. Die Freiheit der Forschung ist allemal eingeschränkt, was sich am ehesten bei den politisch brisanten Themen zeigt. Eine Vorlesung zur Geschichte Hongkongs bis hin zur gegenwärtigen Zerstörung demokratischer Prinzipien, eine Geschichte der Uiguren oder eine Geschichte des Gesichts bis hin zur aktuellen Gesichtsüberwachung, wie sie in China mit besonderem Fanatismus betrieben wird, dürfte an den dortigen Universitäten kaum zu finden sein. Wer darüber entsetzt ist, zu Recht entsetzt ist, sollte aber nicht vergessen, dass in eine ähnliche Richtung weisende Forderungen von der AfD auch erhoben werden. Zweiter Punkt. Es wäre ein großer Irrtum anzunehmen, nur politischer Druck könne die Freiheit der Wissenschaften gefährden. Man ist sich immer ganz schnell einig, dass es der Wissenschaft nicht gut tut, wenn sie religiösen Zwecken unterworfen ist. Stichwort Galileo Galilei, das kriegt jeder Schüler und jede Schülerin in die geistige DNA eingebrannt. Aber es wird weniger oft gesagt, dass es auch in der Vergangenheit Beispiele gab, in denen sich Wissen und Glauben prima miteinander vertragen haben. Man ist sich aber viel weniger einig, wenn es um die ökonomischen Zwecke geht. Das führt zurück zu Merton, der explizit darauf hingewiesen hat, dass der Platz der Wissenschaft in der Gesellschaft auch gefährdet wird, wenn ihr ökonomischer Nutzen im Vordergrund steht. Und diese Diagnose trifft, glaube ich, nach wie vor zu, auch wenn niemand bestreiten wird, dass die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in verschiedensten Feldern, Corona-Impfstoff, vieles andere, immer wieder zu bedeutenden Resultaten geführt hat. Nur, das betrifft eben längst nicht alle wissenschaftlichen Disziplinen. In den letzten beiden Jahrzehnten oder 25 Jahren sind Formeln wie akademischer Kapitalismus, Ökonomisierung der Wissenschaft, Science Mart, Entrepreneurial University, Commodification of Research, Consuming Higher Education oder Wissen als Ware zu geflügelten Worten geworden, die auf den Punkt bringen, dass Lehre und Forschung zunehmend unter Bedingungen stattfinden und bewertet werden, die der Unternehmenskultur entlehnt sind. Damit ist nicht gesagt, dass der Umbau von der Universität in eine innovationsgetriebene Kaderschmiede vollzogen wäre. Aber es lassen sich doch eine Reihe von Tendenzen erkennen. Es gibt nicht wenige Zeitgenossen in allen Teilen der Gesellschaft, die sich die Rolle der Wissenschaften ungefähr so wie einen Lieferdienst vorstellen, der, wie in den Corona-Monaten häufig zu sehen, bestellte Menüs kreuz und quer durch die Stadt transportiert. Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft haben ein Problem und die Wissenschaft liefert. Das kann zu sehr unterschiedlichen Reaktionen führen, wie sich jüngst im Fall von Corona gezeigt hat. Wenn die Wissenschaft innerhalb kürzester Zeit einen wirksamen Impfstoff entwickelt, wir haben das gehört, aber eben nach vielen Jahren von Grundlagenforschung, wo niemand außer Spezialisten so richtig Kenntnis davon genommen hat, also wenn ein solcher Impfstoff innerhalb von, naja, 2 Monaten eigentlich entwickelt wird, klatscht die Mehrheit Beifall angesichts dieses so zuverlässig arbeitenden Lieferdienstes und zu Recht, wie ich meine. Aber wir wissen auch, dass eine sehr vernehmbare Minderheit skeptisch bleibt. Ich werde darauf zurückkommen, möchte aber zunächst einen anderen Gedanken weiter verfolgen. Gerade weil die Lieferdienstpraxis im Fall des Corona-Impfstoffs und auch in anderen Fällen auf so atemberaubend gute Weise geklappt hat, wäre es eine gefährliche Illusion zu glauben, dass das immer so funktioniert oder dass die wesentliche Aufgabe der Wissenschaften darin bestünde, auf akut anfallende Probleme oder Fragen stets eine Antwort zu geben. Das ist nicht der Fall. Wissenschaft ist dazu da, auf Probleme zu reagieren,
von denen noch nicht einmal bekannt ist, dass es Probleme sind. Die berühmten I don't know that I don't know. Ja? Sie erinnern sich, Donald Rumsfeld. Stattdessen haben sich alle möglichen Akteure, von Politikerinnen bis hin zu Universitätsrektoren, die Rede von Wettbewerb, Effizienz, Optimierung, Innovation und Marktorientierung zu eigen gemacht. In dieser Perspektive geht es nicht mehr um zweckfreie, also nicht dem Zweck der Religion, des Staates oder der Wirtschaft dienende Erkenntnis, sondern um ein Wissen, das im globalen Konkurrenzkampf einen wesentlichen Faktor darstellt. Appelle in dieser Richtung sind vielfach aufgeblasene Rhetorik. Doch wenn Universitäten unter dem Druck politischer Erwartungen damit anfangen, Leitbilder, Leistungsaufträge und Zielvereinbarungen zu entwerfen, die auf gesellschaftlich oder unternehmerisch verwertbares Wissen zielen, dann ist erstens der Erfolg nicht garantiert, aber es geht mir um was anderes. Es kann nicht ausbleiben, dass die Wissenschaften in der Gesellschaft genau danach bewertet werden, und das heißt nach quantitativ bestimmbaren Parametern. Ihr Beitrag zur demokratischen Emanzipation oder zur argumentativen Wappnung gegen Fundamentalismen aller Art droht dabei in Vergessenheit zu geraten. Die Transformation des wissenschaftlichen Wissens zu einer quasi ökonomischen Ressource lässt sich in äußerster Verknappung in 4 Schritten rekonstruieren. Erstens wurde in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts die Investition in Bildung und Wissenschaft signifikant erhöht. Dabei profitierten alle Bereiche. Dann kam es zweitens zu einer gezielten Förderung derjenigen Bereiche, von denen man sich die stärksten ökonomischen Effekte versprach. Die massive Förderung der biomedizinischen Wissenschaften seit den 80er Jahren, übrigens bei gleichzeitigem gewissen Rückgang in Teilen der Physik, diese Förderung der Biomedizin ist keineswegs nur dadurch motiviert gewesen, die Gesundheitssituation der Bevölkerung zu verbessern, sondern hatte mindestens ebenso sehr zum Ziel, neue Märkte zu schaffen, welche die wirtschaftliche Kraft der Industrienationen stärken. Drittens wurde die immer schon problembehaftete Unterscheidung zwischen Grundlagen und angewandter Forschung so aufgeweicht, dass Grundlagenforschung auf einmal als ideologisch aufgeladene Chimäre dastand, der eine immer geringere Daseinsberechtigung zugebilligt wurde. Wobei hier zwischen Rhetorik und Realität glücklicherweise ein Gap besteht. Und mit dieser Marginalisierung wurde viertens der Boden für eine neue Differenzierung bereitet, und das habe ich schon angedeutet, nämlich diejenige von innovationsrelevanten und innovationsirrelevantem Wissen und letzteres zunächst einmal rhetorisch von einer forcierten Delegitimierung betroffen. Es ist vor allem diese Delegitimierung der zweckfreien Erkenntnis, die ein Problem darstellt, und darauf möchte ich abschließend nun noch etwas genauer eingehen. Es ist in den letzten Jahren viel davon die Rede gewesen, dass wir es mit einer Krise der Wahrheit zu tun haben. Ich habe das am Anfang selbst erwähnt, diese Formel. Ich möchte das auch gar nicht in Frage stellen, würde aber zu bedenken geben, dass wir es auch mit einer Krise der Vertrauenswürdigkeit zu tun haben. Diese These hat zuerst der Wissenschaftshistoriker Stephen Shapin vor einigen Jahren, 2019, aufgestellt. Ich zitiere: When science becomes so extensively bounded with power and profit, its conditions of credibility look more and more like those of the institutions in which it has been unfolded. Ende des Zitats. Stellen Sie sich jetzt mal vor, die RNA-Impfstoffe wären nicht von BioNTech und Moderna, sondern an irgendeiner Universität entwickelt und nicht patentiert worden, sondern sie wären von vornherein gemeinfrei gewesen. Wäre die Skepsis der Impfgegner weniger stark gewesen? Das ist eine spekulative Annahme. Ich vermute eher, nein, wäre sie nicht.
Ich sehe nun von dem berechtigten Einwand ab, dass unter rein universitären Bedingungen ein solcher Impfstoff überhaupt nicht oder zumindest nicht in dem atemberaubend kurzen Zeitraum entwickelt worden wäre, einfach weil die öffentlich geförderten Institutionen weder finanziell noch infrastrukturell darauf eingestellt sind, solche Arbeiten durchzuführen und wenn, dann nur gemeinsam mit einem Pharmaunternehmen, so wie beispielsweise im Fall des rekombinanten Adenovirus-Impfstoffs von AstraZeneca zusammen mit der Universität Oxford. Dennoch, die grassierende und irritierende Impfskepsis scheint nicht so sehr die Reaktion auf ein einzelnes Ereignis wie die Impfstoffentwicklung, sondern eher die akkumulative Entladung eines grundlegenden Misstrauens, das zu einem erheblichen Teil der Verflechtung von akademischer Wissenschaft, staatlichen und wirtschaftlichen Interessen geschuldet ist. Aufgrund einer von vornherein unterstellten Nähe von Wissenschaftlerinnen zu bestimmten Akteuren in Politik und Wirtschaft, das mag nun zutreffen oder nicht, sind Klimaforscher, Virologinnen und Epidemiologinnen mit der Situation konfrontiert, dass ihre Expertise in Zweifel gezogen wird. Und zwar nicht in dem Sinn, dass man ihnen unterstellt, von der Sache keine Ahnung zu haben, tut man nicht, sondern man unterstellt ihnen bestimmte Interessen, die dem Wohl irgendeiner Elite dienen, aber nicht dem Wohl der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Was dann zu dem Vorwurf führen kann, bestimmte Forschungsergebnisse zu unterschlagen oder einen in der Forschung bestehenden Dissens zu verschweigen. So erging es der Klimaforschung und auch als Naomi Oreskes vor fast 20 Jahren nachwies, dass überhaupt kein Dissens über anthropogenen Klimawandel innerhalb der Klimaforschung herrscht, war dieses Argument nicht aus der Welt. Und so ist es in jüngster Zeit auch den Virologinnen ergangen, die von entsprechenden Akteuren gegeneinander ausgespielt werden. Und bei näherer Betrachtung haben sich dann diese Dissense eigentlich in Luft aufgelöst. Ich möchte eine solche von Verschwörungsanmutungen geprägte Denkweise natürlich nicht rechtfertigen. Ich versuche sie aber zu verstehen, um daraus mögliche Konsequenzen zu ziehen. Mir scheint, dass die Wissenschaften spätestens seit dem 20. Jahrhundert einer fundamentalen Aporie unterliegen. Auf der einen Seite gibt es das Bild der Wissenschaft, das den epistemischen und moralischen Tugenden eines Kant oder eines Robert Merton entspricht oder auch den Regeln Karl Poppers von Falsifikation und Vorläufigkeit folgt. Auf der anderen Seite gibt es die Realität der Wissenschaften, die mit diesem idealen Bild nur sehr mühsam zusammenpasst. Das Problem ist aber, dass sowohl das Bild einer rein erkenntnisorientierten, autonomen, als auch das einer gesellschaftlich nützlichen und letztlich ökonomisch profitorientierten Wirtschaft in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit propagiert werden. Das schafft Verwirrung, denn woran soll man sich denn eigentlich halten? Ich glaube nicht, dass sich die Kantsche Vision je vollständig verwirklichen lässt. Ich glaube, dass es sich bei dem, was ich bei Kant ausgeführt habe, um eine Fiktion handelt. Aber gerade darin sehe ich einen Vorteil, denn die Arbeit an einem Ideal, über das eigentlich Konsens besteht, ist schon ein Wert an sich, auch wenn man dieses Ideal nie erreichen kann. Das beginnt damit, dass sich die besagte Differenz, wenn schon nicht auflösen, so doch wenigstens immer wieder in unterschiedlichen Situationen problematisieren lässt. Und dieses Problematisieren übernimmt niemand für die Wissenschaften. Das müssen wir tun. Wir, die wir an den Universitäten arbeiten. Als der polnische Bakteriologe und Wissenschaftssoziologe Ludwig Fleck 1935 zwischen einer esoterischen und das heißt einfach nur auf einen kleinen Kreis von Spezialisten zielenden und einer exoterischen, das heißt an Laien gerichteten Kommunikation der Wissenschaften unterschied,
wies er darauf hin, dass die erstere viel tentativer, tastender, kontroverser und auch ergebnisoffener sei als die letztere. Die letztere ist eher dogmatisch, um Wahrheits- und Konsensansprüche der Wissenschaften zu demonstrieren. Aber Fleck hätte sich damals wohl im Traum nicht vorgestellt, dass die exoterische Kommunikation sich dereinst nicht selten am Leitbild der Unternehmenspraktiken orientieren würde. Und dann kann sich einfach niemand wundern, wenn die Wissenschaften letztlich nach Kriterien beurteilt werden, die für die Medien, die Celebrity Culture oder die Wirtschaft oder die Politik eben auch gelten. Ein anderes Problem in diesem Zusammenhang besteht darin, dass die Rhetorik einer nützlichen oder unternehmerischen Universität einen Keil zwischen ihre Angehörigen und die offiziellen, von der Politik vorgegebenen Interessen der Institution selbst treibt. Und das bedeutet, gewollt oder ungewollt, eine Situation des Misstrauens zu schaffen. Denn was macht denn eine Universität aus? Es ist eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft von Forschenden, von Lehrenden, Studierenden und klar diejenigen, die Tag für Tag den Betrieb überhaupt ermöglichen. Ohne all diese Angehörigen, was ist denn dann die Universität? Nichts, gar nichts. Wie aber können dann die Interessen der Universität von denjenigen, die sie verkörpern, verschieden sein? Die Politik jedenfalls sollte es nicht vorgeben. Das bedeutet nicht, dass alle Wissenschaftlerinnen jetzt die gleiche Auffassung vom Sinn und Zweck der Forschung haben sollen. Mir ist schon klar, dass es sehr fähige Wissenschaftlerinnen gibt, die ihre Aufgabe darin sehen, irgendwelchen Unternehmen mit Grundlagenforschung zuzuarbeiten. Okay. Die Würde einer Universität besteht aber dann gerade darin, dass eben keine einheitliche Position erzwungen wird, sondern genau diese Unterschiedlichkeit der Perspektiven begründet artikuliert wird, und zwar intern und auch in der Öffentlichkeit. Nur das ermöglicht Erkenntnisfortschritt, verhindert Dogmatismus und ist ehrlich gesagt auch ein Stück weit gelebte Demokratie. Und darin unterscheidet sich einfach die Universität grundlegend von wirtschaftlichen Unternehmen und von unmündigen Universitäten in illiberalen Staaten und Diktaturen und wissenschaftlichen Programmen der Superreichen im Silicon Valley, die natürlich das Wissenschaft so halten, wie das Fürstenhäuser und Könige in der frühen Neuzeit auch getan haben. Sich die Wissenschaften halten. Doch um diese Haltung glaubwürdig zu leben, braucht es einfach eine Atmosphäre des Vertrauens nach innen und nach außen. Und das kann zum Beispiel auch mal einen Verzicht auf bestimmte Drittmittel bedeuten. So wie die Kunstwelt von Salzburg bis zur Metropolitan Opera in New York, so wie die Kunstwelt zukünftig auf toxisches Sponsoring verzichten und damit zweifellos Einschränkungen hinnehmen muss, kann Ähnliches auch in den Wissenschaften passieren, wo es genauso unglaubwürdige, toxische Geldgeber gibt. Das bedeutet eine Einschränkung der Forschungsmöglichkeiten, vielleicht auch weniger Reputation. Aber dagegen steht ein Gewinn an Glaubwürdigkeit. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Gewinn an Glaubwürdigkeit nicht weniger wert ist als Drittmittel. Es ist zu lange so getan worden, als wären die Ideale der Wissenschaft ein Geschenk, für das man nichts weiter tun muss, während die Realität der Wissenschaft das raue Gewässer ist, in dem man ständig sich durchsetzen muss. Das wird man auch weiterhin tun. Aber es wäre viel gewonnen, wenn sich eine gewisse Symmetrie herstellen ließe. Auch Geschenke verstehen sich nämlich nicht von selbst, und je schöner sie sind, desto mehr muss man auch für sie kämpfen. Ich danke Ihnen herzlich.